Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir starten direkt los, dass wir hier gar keine Zeit verplempern. Ausgeruht Skill ist voll. Wir haben alles einstecken, was wir brauchen, um hoffentlich den guten Knochenwanst endlich besiegen zu können. So, wir müssen zum Knochenwanst. Hier ist er. Ich bin jetzt echt mal gespannt, ob der noch da ist. Hatten wir uns den auf der Karte markiert? Sonst müssen wir gleich mal suchen gehen. Ich will nur erstmal schnell checken, ob wir hier gleich wieder mit Pfeilen beschossen werden. Sieht aber nicht so aus. Ach stimmt, der wird ja automatisch auf der Karte markiert. Das war doof von mir. 78 Leben ist halt echt wenig, aber zwei Lebensmittel fangen halt auch schon zu blinken an. Das heißt, wenn wir die erneuern, sollte es etwas mehr werden. Ich heb mir das aber natürlich auf, bis wir da sind. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wir müssen viel weiter links. Wir müssen ungefähr so. Geh weg mit deinen Pfeilen. Wegrennen können wir nicht, wir müssen die schon besiegen, sonst kommen die uns alle hinterher und machen uns den Kampf nur noch schwerer. Ich hab doch geblockt. Ah, ich hatte... Hä, warum hatte ich kein Schild in der Hand? Bin mir sicher, dass ich es ausgewählt habe. Schlagwaffen jetzt auf der 44, also wir machen schon echt ordentlich Schaden. Ich bin wirklich mal gespannt, ob der noch da ist oder ob wir den nochmal beschwören müssen. So viele Tage, wie wir jetzt weg waren, aber eigentlich... Schlundi. Eigentlich müsste der noch da sein. Ah, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich hoffe halt wirklich so dolle. Wir haben hier noch eine neue Krypte. Bin viel zu weit reingelaufen. Ich markiere mir die noch ganz schnell. Ja, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, dass wir das diesmal hinkriegen. Ich habe wirklich so überhaupt gar keine Lust darauf, jetzt nochmal zu sterben und wieder in so eine brenzliche Situation zu kommen. Dass wir die ganze Zeit befürchten müssen, dass wir unser Loot nicht wieder bekommen. Das muss echt nicht sein. Genügend Tode gehabt die letzten Folge. Genügend einfach dumme Situationen. Wir haben mal wieder Zeit für einen Erfolg. Hier kommen auf jeden Fall noch eine ganze Menge Krypten. So weiß ich, wo wir das nächste Eisen uns herholen. So, da hinten leuchtet das Ding. Jetzt halt nur die Frage. Müssen wir ihn doch nochmal beschwören? Gibt es eine gewisse Anzahl an Tagen, ab denen es dann zu viel wird? Den er sich wieder verpisst? Ach, Menno. Ist hier noch ein Schlundi, oder? Irgendwas habe ich hier getroffen. Hier ist ein Schlamm. Wir machen die erstmal alle tot. Damit wir hier ein bisschen uns in Ruhe auf den Guten vorbereiten können. Noch ein Wanst. Okay, also er ist anscheinend noch da. Zack, dann hauen wir jetzt erstmal alles rein, was geht. Wo ist der Gute? Irgendwie nur, wenn wir in die Richtung laufen. Zeigt es mir seinen Lebensbalken an. Jetzt sollten wir natürlich auch nicht unbedingt mit null Ausdauer starten. So, es geht los, Leute. Leben wird gleich hochgehen. Können uns dann auch noch so einen Trank reinhauen. Die Sache ist, wo ist er denn? Da hinten ist Odin, der guckt uns zu. Seht ihr den? Ich sehe den Guten nicht. Er muss auch doch irgendwo hier sein. Kommt der jetzt wieder hier raus? Nee. Irgendwie kommt hier auch direkt Säureregen runter. Er ist anscheinend irgendwo hier hintergerannt. Aber eigentlich kann man... Ach, dort. Ich wollte schon sagen, den kann man doch eigentlich nicht übersehen. So fett wie der ist. So, ich bin jetzt echt mal gespannt, was wir hier an Schaden machen. Oh ja, das sieht schon um einiges besser aus. Bam, und blockieren. Ja, es hat gerade ordentlich Schaden reingepfeffert. Das müssen wir ihm lassen.
Unsere Regeneration doch ist jetzt erstmal höher als der Rest, aber schaut mal, was wir gerade für Schaden verursacht haben. Mega geil. Müssen wieder hin. Ja, die Schläge. Gut, das ging aber auch noch, muss ich sagen. Komm, draufhauen, ohne Ende. Jetzt kommt wieder Kotzattacke und wieder weg. Wir können jetzt gleich mal noch Eiktür aktivieren, dass wir ein bisschen mehr rennen können. Und zack, wieder hin. Er hat uns nicht erwischt. Mega gut, mega gut. Wir hauen einfach drauf. Aua, das hat wehgetan. Wir müssen wieder ein bisschen Leben generieren. Aber schaut mal, schon fast die Hälfte. Es läuft. Wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. So, kann ich hier noch irgendwas nachhauen? Leider nicht. Wir müssen jetzt wirklich die ganz normale Lebensgeneration, Regeneration abwarten. Die halt leider echt beschissen. Au, ah, nein, wo kam er denn her? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen hier alles niedermetzeln, was uns entgegenkommt. Dass wir wieder ein bisschen Ruhe haben. Au, 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 hier kommen überall Pfeile. Ich will mit 65 Leben, ehrlich gesagt, nicht unbedingt zu ihm hin. Wenn er uns schlägt. Ich sehe die gar nicht, wo die Pfeile herkommen. Wenn er uns schlägt, wird es halt echt doof. Aua, Mensch, von überall. Hört mal auf damit. Ich wollte Leben generieren, nicht verlieren. Jetzt sind wir hier erstmal von der Seite geschützt. Ja, ich glaube, wir müssen uns die im Nahkampf holen. Alles andere macht keinen Sinn. Ich kann halt, na 16 Sekunden, nee, 17 können wir wieder einen gesunden Med reinballern. Nein. Jetzt. Zack, der erste weg. Ja, kommt, jetzt müssen wir hier einmal reinprügeln. Das sind echt zu viele Skelette. Das bringt nichts. Okay, wir sind vergiftet. Ausdauergift-Med ist aber noch am Start. Wir können jetzt den ganzen Spaß nochmal hier reinhauen. So, jetzt wieder viel Leben generieren und auf zu ihm, bevor der sich heilt. Jawohl. Vielleicht können wir seinem Schlag ausweichen. Nicht ganz. Draufhauen. Komm, volle Attacke. Bam. Es ging eigentlich noch vom Schaden, aber wir haben nicht mehr so viel Ausdauer. Okay, über die Hälfte ist weg. Wir kriegen das diesmal hin. Wir dürfen uns nur nicht dumm anstellen und ich weiß nicht, wie dolle seine Heilung ist. Das müssen wir mal noch ein bisschen beobachten. Sache ist, wir haben halt echt sehr wenig Lebensgeneration, Regeneration. Ich kann irgendwie gerade nicht quatschen, es ist echt so aufregend, Leute. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir holen uns jetzt erstmal hier hinten die Skelette. Wir müssen halt wieder eine Minute warten, bis wir den Trank reinwerfen können. Das macht es halt echt ein bisschen schwierig. Weil ansonsten nicht wirklich viel an Lebensregeneration hier abgeht. 62 Leben ist ein bisschen dolle wenig. Damit ich hier... Mensch, damit ich hier auf Nahkampf gehe. Mann, jetzt haben wir... Ah, jetzt haben wir uns vergiften lassen und fast alles an Ausdauer verloren. Weil wir den Typen hier oben einfach nicht getroffen haben. Dieser Krypteneingang ist aber eigentlich ganz geil, um sich zu verstecken. Oder um immer mal ein bisschen Deckung zu nutzen. Eigentlich müssen wir tatsächlich nur die Zeit rumkriegen, bis wir wieder einen Trank reinwerfen können. Dann können wir direkt schon wieder los und greifen ihn an. Er hat sich bis jetzt noch nicht einmal geheilt oder extrem wenig. Eins von beiden. Oh oh. Und zieht uns das gerade zu viel Leben ab? Wir haben noch den Med drin. Ey Leute, hört mal auf damit. Hört mal auf damit. Jetzt ist Schluss. Wahnsinn, na, die Vergiftung war echt heftig gerade. So, beide Tränke rein. Wir lassen uns wieder komplett vollladen. Ach, hört auf, ich kann nicht reden. Wir müssen uns konzentrieren. So, wir sind voll. Jetzt aber mit vollem Dings hin. Bam. Und jawohl, er macht bloß diese Attacke. Perfekt. Gleich kriegen wir... Na, wir haben nicht genügend Ausdauer. Das war eigentlich doof, den... Ah, shit. Oh, oh. Ordentlich Schaden gerade. Es war doof, den Ausdauer mitzunehmen. Warum habe ich den getrunken? Den sollten wir trinken, wenn wir alle Schläge an ihn verbraucht haben. Das wäre viel schlauer. Aber er rennt gerade weg. Gut, einmal noch hin, würde ich sagen. Dann sollten wir es haben.
Da hinten ist der Gute. Ich trau mich halt nicht nochmal hin, ohne dass wir wieder Leben haben. 4 Leben kriegen wir hier dazu, aller, keine Ahnung, gefühlt 8 Stunden. Das bringt halt leider gar nichts. Nochmal. Sollen wir uns nochmal trauen? Doch nochmal schnell hin. Vielleicht von der anderen Seite. Hier, ihm schön ein paar auf den Arsch hauen. Gibt's Popo-Klatsche vom Allerfeinsten. Ah ja, und jetzt, nee, mit der Vergiftung gerade und so wenig Leben. Ey Leute, das ist mir nix. Wir sind nämlich fast tot gleich. 25 Sekunden. Dann hauen wir uns noch ein Gesundheitsmed rein, gehen hin und prügeln den sowas von vom Allerfeinsten tot. Ich muss sagen, diesmal lässt er auch gar nicht so viele Gegner spawnen. Also gefühlt war das die letzten Male mehr. Oder wir sind halt wirklich einfach so krass stärker geworden, dass es mir einfach weniger vorkommt, weil die schneller tot sind und uns weniger Schaden machen. So, jetzt ist wieder alles vergiftet. Kommt her. Das passt. Wir hauen Gesundheitsmed rein. Nein, das war Ausdauer. Ich habe mich wieder verdrückt. Ach, shit. Das war dumm. Brauchen wir wahrscheinlich doch noch einen Anlauf. Anders werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Das war dumm. Das war richtig dumm. Egal. Draufhauen ohne Ende. Die Vergiftung ist erstmal egal. Ach, wir haben es doch fast. Komm, wir probieren das. Aua. Shit, ein Schlag noch. Komm, Schlag. Jawohl. Da haben wir es. Wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Und Hugin ist mal wieder am Start. Ey, nicht, dass wir jetzt noch an der Vergiftung sterben. Das wär's. Nee, gerade so. Hui. Ey, aufregend. Aber wir haben es endlich geschafft. Ich freue mich. Es war tatsächlich mit der Ausrüstung um einiges geiler machbar. Und ich finde, mit sehr, sehr viel schwächerer Ausrüstung sollte man es tatsächlich auch nicht versuchen. Es war ein bisschen doof, ich habe den Ausdauermed echt doof eingesetzt. Aber irgendwie denkt man auch immer, das ist Gesundheit. Irgendwie liegt das an der gelben Farbe, ich weiß auch nicht warum. Ich finde, das sieht mir mehr nach Gesundheitsmed und das irgendwie mehr nach Ausdauermed aus. Hätte ich etwas besser einsetzen können, aber effektiv haben wir es geschafft. Wir haben die Wünschelrute. Und der Hugin ist da. Komm, wir quatschen mal wieder mit ihm. Knochenwanst hat dir ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Wie es aussieht, war einer der vielen Knochen, die sich in diesem Ossuarium befanden, eine Wünschelrute. Dieser Knochen beherbergt eine mächtige Magie, die dich zu Dingen führt, die unter der Erde verborgen liegen. Sie führt dich nicht nur zu Silbervorkommen, sondern auch zu vergrabenen Schätzen. Ja, vielen Dank für den Tipp. Wusste ich zwar schon, aber man kann ja trotzdem mal Danke sagen. Tschüss, mein Freund. Hey, wir haben es geschafft und sogar relativ schnell. Das hätte ich nicht gedacht. Lasst uns zurück zum Portal und dann nach Hause. Erstmal ein bisschen Luft holen, das war echt eine aufregende Geschichte. Aber wir können jetzt auch endlich sagen, dass wir den schwersten Gegner im Spiel besiegt haben. Alles Weitere kann nur noch einfacher werden. Ich freue mich sehr, wir haben es endlich geschafft. Was haben wir denn hier noch? Knochenwanz-Trophäe. Ja, die hängen wir uns auf jeden Fall irgendwo hin. Die wird ja, aua. Bin mal gespannt, wie groß die dann ist. Dann blocken gerade mal auf der 12. Das müssten wir eigentlich auch mal um einiges höher trainieren. Na, sehr schön. Wir haben die Wünschelrute. Sache ist, was ich mich immer frage, was ist, wenn ich die verliere? Achso, dann können wir den nochmal irgendwo besiegen, ne? Wir hatten das ja beim Uralten auch schon, dass wir noch einen zweiten Ort gefunden haben, wo der ist. Oder generell können wir den, glaube ich, auch hier jederzeit wieder spawnen lassen, oder? Naja. Wir werden das Ding auf gar keinen Fall verlieren. Nochmal kämpfe ich nicht gegen ihn. Obwohl später vielleicht, wenn wir alles auf Maximum haben, wäre das bestimmt witzig, sich nochmal anzugucken, wie leicht der dann ist. Da können wir das gern nochmal machen. Hey, Schlundi.
Prinzipiell können wir dann demnächst mal noch schauen, dass wir hier im Sumpf uns das Glibber holen. Weil wenn wir jetzt mit der Wünschelrute Silber finden können, ist der Twurger Reißzahnbogen nicht mehr weit. Dann haben wir einen Bogen, der mit jedem stinknormalen Holzpfeil vergiftet. Besser kann's nicht laufen. Irgendwie backt hier immer die Anzeige rum. Angeblich habe ich mir das hier vorne markiert. Aber eigentlich ist das da hinten. Und wenn wir dann dort sind, passt es irgendwie trotzdem. Das war das letzte Mal schon komisch. Na gut, nee, wir haben das Portal, glaube ich, falsch markiert. Aber das Lagerfeuersymbol passt, oder? Ja, wir haben einfach beides ein bisschen falsch markiert. Ich glaube, da backt nichts. Und cool, ne? Wir sind komplett mit einmal Lebensmittel durchgekommen. Ab nach Hause. Wir haben endlich die Wünschelrute. So lange drauf gehofft. Wir können ein Häkchen machen an Knochenwanz. Jetzt geht's ins Gebirge Silber sammeln. Ich bin echt gespannt, was wir da noch alles für Sachen mit herstellen können. Was macht Klein Bäumchen? Ist immer noch ein Klein Bäumchen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Wir nehmen das mal weg hier. Gucken mal, wie der aussieht. Also sieht ekelhaft aus, aber irgendwie auch geil. Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt hier dran lassen wollen. Einerseits laufen wir dann jedes Mal durch Knochenwanz durch. Aber ich denke, da finden wir bestimmt noch einen schönen Platz für. Also hier passt er auf jeden Fall nicht so perfekt hin. Ich fand auch den uralten hier nicht unbedingt perfekt. Irgendwie wirkt er wieder zu klein, aber mal gucken. Wir haben ja genügend Trophäen, da packen wir schon noch irgendwas rein. So, du darfst hier hin. Du darfst, obwohl für dich haben wir bestimmt schon irgendwo einen Platz, genau. Uralte Rinde, wo habe ich denn sowas hin? Ich habe echt keine Ahnung. Wir machen jetzt erstmal Inventar leer. Knochen. Innereien, Blutsack, Schlamm. Da haben wir... Ach nein, ich habe schon wieder den Troll mitgenommen. Das passiert irgendwie, das ist irgendwie doch eine doofe Stelle für den. So, Blutsack, Innereien. Wir haben noch Holz, wir haben die Tränke, obwohl ich die Tränke, na bis auf den Giftwiderstand. Der kann weg, aber den Spaß würde ich ganz gern schon mit ins Gebirge nehmen. Die Disteln noch weg. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich die Rinde hin habe. Wahrscheinlich bei Sonstiges mit rein, oder? Naja, wir haben auf jeden Fall schon Rinde. Das ist irgendwo Kohle. Hier bei Gebirge habe ich es drin. Und da habe ich auch den Schlamm. Wo es kein Gebirge ist. Naja. So, Holz noch weg. Und jetzt haben wir die Wünschelrute. Ausrüsten. Du spürst versteckte Objekte. Die steht jetzt einfach oben da. Anscheinend für immer. Okay, ich habe die einfach dauerhaft ausgerüstet. So wie die Rüstung. Mal gucken, ob es uns und wie es uns dann was anzeigt. Wenn es dann soweit ist. Wir haben den Ausgeruht-Skill, aber na gut, Folge ist leider gleich zu Ende. Bringt jetzt nicht viel, nochmal ins Gebirge zu rennen. Aber das machen wir dann nächste Folge. Ist hier schon wieder Löwenzahn. Schaut mal, hier haben wir auch noch ein bisschen. Das muss alles noch weg. Naja, ich freue mich erstmal. Wir haben es geschafft. Es lief wirklich verdammt geil. Also Eisenrüstung hochstufen war tatsächlich die Lösung. Wir haben die Wünschelrute. Wünschelrute. Und wir können uns jetzt demnächst endlich ins Gebirge machen, Silber suchen. Dann können wir uns nämlich den Wolfsumhang bauen. Den Twurger Reißzahn können wir bauen. Und wahrscheinlich noch ein ganz paar Sachen mehr mit Silber. Ich bin mal sehr gespannt, was da noch kommt. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.